Hallo und herzlich willkommen bei Amio TV zu einer kleinen Feldstudie in Sachen Verbalerotik. Viele tun es, aber nur wenige sprechen drüber. Dirty Talk beim Liebesspiel. Eine von Amio.de aktuell in Auftrag gegebene Studie weist im Wesentlichen zwei Trends auf. Erstens, Männer tun es lieber als Frauen. Zweitens, die Hemmschwelle beim Dirty Talk steigt offensichtlich mit dem Alter an. Während bei den unter 40-Jährigen fast jeder Zweite dabei ist, ist es bei den 40- bis 60-Jährigen nur noch etwa jeder Dritte. Ob wir all diese Typen hier auch auf der Straße treffen, das wollen wir heute mal versuchen herauszufinden und auch die Kreativität der Menschen testen. Was fällt ihnen alles ein und wo stünden die Chancen dabei besser als im Herzen von St. Pauli? Ich habe mal versucht, ihr was rauszulocken, habe gesagt, gib mir mal Tiernamen. Da fing sie an mit Kamel. Ich fand es nicht so witzig. Also mit Tiernamen habe ich nicht so, aber man darf ruhig dabei was sagen. Also man muss nicht stumm wie ein Fisch sein. Es ist wichtig, dass man über seine Wünsche spricht, auf jeden Fall. Also mal richtig heiß haben, das ist ganz klar. Verteilen Sie beim Sex schon mal Tiernamen oder ähnliches? Bestimmt, kommt bestimmt mal vor. Oh, da sind wir neugierig. Was kommt da so mal über die Lippen? Du geile Schlange. Du geile Schlange. Zum Beispiel? Wenn man dieses Dirty Talk, das tönt einen ja ein bisschen an, wenn man darauf steht. Gestern Abend zum Beispiel? Beim Essen. Darf man Näheres erfahren? Ja, wir waren in einem Dunkelrestaurant hier in Hamburg und der Kenner genießt und schweigt. Ich habe keinen Grund, ich stehe da nicht so drauf. Brauchen Sie nicht? Nein, nein. Und wenn ich jetzt mein Hemd aufknöpfen würde, dann würde Ihnen auch nichts über die Lippen kommen? Nein. Sicher? Versuchen wir es mal. Nicht. Nein. Oh, das gehört doch dazu. Das gehört dazu. Und lassen Sie einmal was raus. Was wollen Sie denn hören? Du geile Schlange. Ich stehe nicht auf Männer. Also, kann ich Ihnen irgendwas anderes anbieten? Kann ich Sie irgendwie heiß machen? Nein, Sie nicht. Ja, gut. Und wenn Sie schon Freundin da Strapsand haben, dann könnte man sie fragen, aber Sie nicht. Ja, und was würde Ihnen dann einfallen? Oh, das erzähle ich wieder nicht. Das ist schon ein schöner Schweinkram. Also schweinische Sachen auf jeden Fall nicht. Also dass man sagt, du Drecksau und gibst mir richtig heftig. Also sowas nicht, eher so zärtliche Sachen wie, also schön, genau so. Aber nichts Schlimmes. Ich glaube, ich spreche lieber was. Also wenn, dann schon eher was Romantisches, jetzt nicht irgendwie so Schweinereien, also wenn, dann so leichte Schweinereien, jetzt aber nicht so irgendwie hier, keine Ahnung, so was total Obszönes, Dezentes sich drauf. Oder gibt es auch mal Fehlversuche sozusagen, wo er mal was rauslässt, was Sie gar nicht gerne hören? Bestimmt gibt's das. Ist noch nicht vorgekommen, aber gibt's bestimmt, ja. Auch mal was zu hören oder sind die Damen da eher zurückhaltend? Ja, doch, Hengst ist auch schon mal gefallen. Hört man ja gerne, ne? Eigentlich schon, ja. Bin ich nicht abgeneigt.